Timon, ich bin's. Lass dich nicht entdecken. Hier ist schon klar. Was hat denn das zu bedeuten? Es hört sich an wie Gespenster. Irgendeine Spur von Tom? Nein. Wirklich nicht? Nein. Oder... Doch. Er wird gefangen gehalten. Und ihr wisst sicherlich wo, Detektive. Wo hat uns Tom ein Zeichen gegeben? Auf jeden Fall gibt es dort den richtigen Lösungsbuchstaben für euch zu finden. Wieso sind die Leute immer noch da? Ich will nur ihre wertvollen Sachen haben. Teuerste Wilma, ich verstehe es selbst nicht. Irgendwie funktioniert diese Maschine nicht so, wie sie soll. Fahr sofort zu Fritz van Thorn. Er weiß, wie man dieses Hexenauge bedient. Er muss es dir sagen. Dein Befehl ist mir wurscht. Was? Dein Wunsch ist mir Befehl. Schaut euch diesen Jammerlappen an. Er fürchtet sich vor diesem Hohlkopf. Alles muss man selbst machen. Edelste Wilma, welche Güte, dass ihr mitkommt. Abgeschlossen. Ich schicke Tom den Turbokraftstrahl und lade seine Batterien nach. So, das, das und das. Alles in Ordnung, Tom? Wenn ich diesen Willi kriege. Reg dich ab, Tom. Zuerst möchte ich unbedingt wissen, wer in den anderen Schuppen und Werkstätten ist. Boss! Geister! Was? Da ist Onkel Gustav. Und da sind die Leute vom Schiff. Wieso sind sie Gespenster? Das ahne ich, Tom. Das hat mit dem Hexenauge zu tun. Fritz Phantom hat da eine raffinierte und sehr gefährliche Anlage gebaut. Verwirrung. Was meinen Sie? Na, pass auf. Das ist... So, dieser Kristall, das Hexenauge, hat die Eigenschaft, wenn man starken Strom durch ihn schickt, kann er feste Gegenstände auflösen, ansaugen und weit entfernt wieder zusammensetzen. Verstehe. Fritz Phantom will damit rauben und stehlen. Genau so ist es. Dieses Hexenauge allerdings muss eine Störung haben, weil es nämlich ganze Menschen auflöst, aber nicht mehr richtig zusammensetzt. Sie sehen aus wie Geister und Gespenster. Und du, Timon und Fanny, ihr wart höher oben auf dem Schiff. Und deswegen seid ihr den Strahlen entkommen, als die anderen alle verschwunden sind. Das ist der Steuerungskasten. Mit solchen Sachen kenne ich mich aus. Timon, nicht! Es passiert schon nichts. Moment, Moment, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich glaube, es ist gerade schon wieder etwas passiert. Was, Boss? Ha, Detektive, wisst ihr's? Was hat Timon gerade getan? Ist das ganze Schiff verschwunden? Oder ist Fanny nun auch aufgelöst? Oder hat er Wilma und Willi getroffen? Glaubt ihr, das Schiff ist verschwunden? Notiert das O. Sagt ihr, Fanny ist aufgelöst? Dann schreibt das A auf. Oder wurden Wilma und Willi getroffen, dann ist euer Buchstabe das E. Was soll das? Was ist das? Anki! Das ist alles meine Schuld.
Das wollte ich nicht. Moment, Timon, ganz ruhig. Wir müssen vor allem herausfinden, wie man die Leute wieder in ihre normale Gestalt bekommt. Ich muss vor Willi und Wilma bei Fritz Phantom sein. Ja. Zu spät. Aber nein, steck doch deine Nase ins Geheimversteck. Raus mit der Spache. Wie lasse ich die Leute verschwinden? Verstehe kein Wort! Die teuerste Wilma könnte auch am Stücken liegen. Mich stickt nicht ein! Boss, was sagt ihr? Ich glaube, ich verstehe es. Ihr auch, Detektive? Was sagt Fritz Phantom da? Kristall umdrehen? Oder Kristall wegnehmen? Oder Schalter umlegen? Kristall umdrehen? Dann ist euer Buchstabe das L. Kristall wegnehmen? Dann notiert das W. Oder Schalter umlegen? Dann schreibt das R auf. Oh! Verzeihung, die Störung, edelste Wilma. Ich verzeihe nicht. Aber das Fahrrad. Das Fahrrad ist eingesperrt. Oder hast du schon wieder was Falsches gemacht? Nein, aber das ist ja... Folge dem Kabel bis zum Hexenauge. Du musst es umdrehen. Mach schnell. Ja, mach ich. Sie holt auf. Sobald du ankommst, musst du nur den Schalter drücken, Tom. Wenn ich ankomme. Du schaffst das. Turboschnellgang. Das ist schon der Turboschnellgang, Boss. Wage es ja nicht! Schnell, Tom, tu was! Ist sie wieder da? Ja, Fanny. Macht mir nichts als Ärger. Jetzt ist auch meine Beute fort. Bist zu weit gegangen. Dafür mache ich Schrott aus dir. Boss, Batterie schon wieder leer. Moment. Oh, ich habe auch keinen Turbokraftstrahl mehr. Du bist erledigt. Oh, was war das? Das war ich. Ich habe den Kristall umgedreht und das Hexenauge auf Wilma gerichtet. Gut. Und wo ist Wilma jetzt? Dort. Du! Oh, Sie sehen heute blass aus, meine Teuerste. Du, auf die Nase! Du linke Schuhe, du!
Ich will wirklich wissen, was da vorhin los war. Plötzlich waren wir fort vom Schiff. Naja, weißt du, Onkel Gustav, das war ich. Ich bin eine Hexe. Einschnitten genügt. Tatsächlich? Fanny, ich bin doch dein Lieblingsonkel. Naja, mit ein bisschen Nachhilfe kriegen wir es schon irgendwie hin. Detektive, ich weiß, ihr braucht keine Nachhilfe, um das heutige streng geheime Codewort zu knacken. 5 Buchstaben habt ihr gesammelt und von hinten nach vorne gelesen, sollten sie das Codewort ergeben, wenn es die richtigen Buchstaben sind. Ihr habt es? Gratulation, dann habt ihr nämlich den Fall gelöst. Und so spielt ihr mit. Ruft an und sagt das streng geheime Codewort auf den Anrufbeantworter 0810 001 199. Ruft ihr von außerhalb Österreichs an, dann wählt 0043 810 001 199. Ihr könnt auch ein Fax schicken an die Telefonnummer 888 3000. E-Mails bitte an tonturbo@orf.at und Briefe und Postkarten an den ORF 1136 Wien, Kennwort Tom Turbo. Ob ihr gewonnen habt, seht ihr im Teletext auf Seite 709 oder im Internet unter konfetti.orf.at. Das Codewort des letzten Falles war Wette. Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern. Ihr bekommt für eure turbotolle Grübelleistung ein spannendes Tom Turbo Buch und unsere Detektivurkunde. In dein geheimnisvolles Abenteuer. Von Knabbernussi gibt es dazu ein mega cooles Zelt und jede Menge Knabbernussi-Snackwürstchen in 4 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Bis zum nächsten Fall, Detektive. Da hat Tom neue Batterien. Das verspreche ich euch. Ne, und dann geht's wieder los. Also dann, bleibt auf der Spur.